Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir lernen heute die Mittelsenkrechte kennen. Ich will am Anfang gar nicht so viel sagen. Das Einzige, was wir haben, ist das, was auf der Tafel oder hier im Video steht, nämlich eine Strecke. Ihr zeichnet also jetzt quasi irgendeine Strecke ab und dann sollt ihr mal probieren, selber, ohne zu wissen, was es ist, eine Mittelsenkrechte hinzubekommen. Es stecken nämlich beide Wörter, die wir dafür brauchen, eigentlich schon mit drin. Noch als Tipp, das haben wir bei der Achsenspiegelung auch schon gemacht, wenn wir die Spiegelachse konstruiert haben. Also, bitte jetzt auf Pause drücken und einfach mal versuchen, Strecke zeichnen und Mittelsenkrechte zeichnen. Jetzt geht's weiter. Ich denke, ihr habt das alle hingekommen, ja? Zuerst nehmen wir natürlich die Mitte und anschließend zeichnen wir mit dem Geodreieck damit eine Senkrechte, ja? Ihr wisst es noch ganz genau. Wir legen die Nulllinie so an, dass sie quasi auf der Strecke liegt. Dann gehen wir an den Punkt heran und dann zeichnen wir die Senkrechte. Und das ist jetzt die sogenannte Mittelsenkrechte. Die Mittelsenkrechte M einer Strecke geht durch den Mittelpunkt. Völlige Überraschung der Strecke und steht senkrecht zu ihr. Auch völlige Überraschung ist ja auch die Mittelsenkrechte. Alle Punkte auf M sind gleich weit von den Punkten A und B entfernt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Punkt hier nehmen, der ist gleich weit von A als auch von B entfernt, denn er geht ja durch die Mitte. Zwar nicht durch die exakte Mitte, aber auf die Senkrechte der Mitte. Und damit sind natürlich alle Punkte, die auf dieser grünen Linie oder auf dieser grünen Geraden liegen, alle sind sie gleich weit von A wie von B entfernt. Man schreibt M, also die Mittelsenkrechte, über die Strecke AB. Also ich habe es hier auch nochmal hier hingekennzeichnet, M natürlich als gerade kleine Buchstaben über der Strecke AB. Und man sagt, es ist die Mittelsenkrechte M über der Strecke AB. Völlig klar, die Mittelsenkrechte über der Strecke CD heißt M über CD. Gut, das war jetzt aber nur eine Zeichnung bis hierher. Wir werden jetzt auch lernen, wie man das Ganze konstruiert. Ihr seht bereits, man macht es mit Kreisen. Das heißt, ich mache um A einen Kreis und um B einen Kreis. Damit sich beide Kreise schneiden, müssen die Kreise größer sein als, also der Radius des Kreises muss größer sein als die Hälfte der Strecke AB. Also ihr seht, ich habe da ordentlich über die Hälfte hinausgezeichnet, dann einen Kreis gemacht, dann denselben Radius nur bei B eingestochen und dort, wo sich die beiden Kreise schneiden, dort liegt der Punkt einer Mittelsenkrechten. Und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel beide Punkte hier ankreuzel, kann ich die Gerade zeichnen. Also was wir vorhin gemacht haben, war eine Zeichnung der Mittelsenkrechten. Das ist eine Konstruktion mit Hilfe von einem Zirkel. Und das sollt ihr jetzt ab sofort immer machen. Das heißt, was ihr jetzt auch ausprobiert, ihr macht genau das Gleiche. Nehmt auch irgendeinen einen Radius, der größer ist als die Hälfte und zeichnet diese Kreise. Ich habe es schon verkürzt dargestellt. Ihr müsst natürlich nicht den ganzen Kreis zeichnen, sondern es reicht aus, wenn ihr quasi so einen Teil macht, weil ihr wisst ja, wo sie sich kreuzen. Und da, wo die beiden Kreise sich schneiden, da muss auch eure Mittelsenkrechte durchgehen. Ab sofort, wenn es so eine Aufgabe gibt, dann zeichnet ihr es nicht mehr, sondern macht da gleich die Kreise und eine Mittelsenkrechte. Das war's. Das Ganze kommt jetzt bitte in euer Themenheft und wenn es natürlich falsch war, bitte neu zeichnen oder dann gleich konstruieren.